Ja. Ja, herzlich willkommen zu Big Lizard 2. Ja. Muss ich jetzt halt aufhören, der Akku rechtzeitig uns verlassen hat. Ja. Er ist nicht von der Welt gegangen, aber der hat uns gestern am Abend sehr stark im Stich gelassen und das hat mich ein bisschen sehr, sehr enttäuscht. Also, naja, also ich habe Samsung Galaxy 20 FE und 4500 mAh. Da denke ich mir so, das hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber ich denke mal, ja. Was ist denn jetzt alles im Rückblick passiert? Wir haben ein neues Spiel entdeckt, wie gesagt. Dark. Also. Und die sind wir ohne Erwartungen ins Spiel reingegangen. Und ist so. Sind wir geladen. Und so, und drin. Und dann ist ein bisschen Musik angemacht. Also vor kurzem. Es ist im Mittelalter. Ein bisschen so ein Teil des Herr der Ringe. Und Westernkampf. Das sind wir auch bei. Undown hatten wir das auch, so ähnlich, so eine Art Open World Source Game. Wir haben richtig realistische RPG. 4K haben wir. HD. Das ist dieser rausgekommene Spiel. Das spielt zum Teil so vom spanischen Mittelalter. Es hat so eine Art ähnliche Karte, so ein bisschen wie GTA 5. So vom Aufbau. Und es geht und ist sehr, sehr realistisch. In Natur, Naturparks, Dörfer, Kirchen, Gemeinden, Bauernhof gibt es mit Tieren. Und immer sehr viel Wald haben wir. Naturgeschützten Wald, das wir Kulturelbe haben. Das wir Kulturelbe haben auch ganz viel. Es ist auch sehr alles sehr realistisch gestaltet, die ganzen Pflanzen, die ganze Fahne, die Bäume, Eichen, Fichten, Kastanien, Apfel, Obst, Obstbäume und ja, von daher, ja, ich frage mich herum, es geht weiter mit Teil 2 und mal sehen, was jetzt machen müssen, so ein Tag 2. Und wir können jetzt das Tutorial spielen und zwar Tränke kaufen. Machen wir es mal. Ne? Mal sehen. Also dann lass uns ein paar Tränke kaufen, bevor es zu spät wird. Hier um zum Einzelwarenhändler zu kommen. Okay. Jetzt mixe ich ein bisschen. Oh Gott. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Mehr ist genug, ne? Ja, war 50. Was? Halt 9. Nicht genug Silber haben wir. Also müssen wir Silber kaufen. Ja. Erstmal unten. Ja. Was gibt's denn noch? Ich jubel euch nahe zu, Abenteurer. Freut ihr euch nicht darüber? Wenn euch die Tränke ausgehen sollten, habe ich immer welche Reserve. Kommt nicht vorbei. Ich soll schon mal auf den finden. Ja, neues Abenteuer erhalten. Und wenn es anscheinend voll ist, kann ich selber entscheiden.
eigentlich ziemlich gut. Adventurer, do you like pets? This little fella even likes to follow you around. Why don't you take him with you on your journey? They even have abilities to help you. Und das ist echt ganz schön. Das ist ein bisschen so, um dafür zu reden, was passiert. Klingt so wie so ein AirPod-Simulator, aber jetzt nicht so total hart. Oh no, it seems like. Here, help! Wir sind in Staffel 7 und ich dachte, wir können jetzt ab Staffel 7 nicht so richtig eigenständig handeln und entscheiden, was wir machen wollen, aber entscheiden, dass wir ständig auf diesen Button draufklicken. Und ja, Talent. Friends. Geheimzimmer der Weltlust. Werf die konzentrierte Kraft Ators in eure gewünschte Richtung. Beschwört sie für eine bestimmte Zeit. Maximal Nutzungsanzahl Abhängigkeit 6 Sekunden. Schaden 23%. PvP-Schlagschaden 160. Maximal 10-facher Angriff. Erfolgreichen Treffer erstarren. Der letzten erfolgreichen Treffer Rückstoß. Na gut. Gut. So. Ja. Na okay. Erste Mission. Ich hoffe jetzt, dass jetzt eigentlich nicht helfen können. Oh, geil! Wir können jetzt alleine entscheiden! Oh, doch nicht. Jetzt muss ich den Scheiß und Bosses fahren. Na gut. Kämpfen muss ich auch nicht alleine. Ich will schon mal alles abziehen. Ich muss jetzt ein bisschen nerven. Also, es wäre geil, wenn ich nicht auch so alleine kämpfen würde. Der kämpft irgendwie gegen mir. Jetzt habe ich auch einfach Obelix.
hat bestimmt in irgendeiner Art ja immer Schnitzel, irgendetwas, was ich esse. Ja, Schnauze. Ja, rede nicht so viel über Zocken. Ja. Toll, was jetzt? Ach, ja. Na ja, gut. Nee, jetzt mal gucken, wenn wir die Gegend feuchten. Ja, scheiß machen. Nee, lass ihn mal gleich mal ab. Oh ja, kämpf! Ja. Na gut. Da muss ja keine Freischläge gemacht werden, welche Namen noch zu vergeben sind. Oh.
Irene 23. Und jetzt raus aus dem Scheißwald. Alter. Ja, Familienquest abgeschlossen. Mir ist Familienquest nicht. Keine Familie. Ich muss zum Schichtkind jetzt ein bisschen weiter. So, sind wir raus hier. Alle Füchse. Das ist ja unheimliche Tiere, das gibt. Dark energy just like you. The necklace my father gave me. Can you take this necklace? Also es ist langsam nerven diese Elemente mich ständig. Ich will lernen, ständig ihren direkten Sinn von zuzugeben. Ich hoffe, dass man irgendwie
Ja, unsere Aufgaben. From your camp, so you want to know how to get your own camp? Ich habe ihn jetzt.